Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich, ganz am Morgen schon. Kurze Storytime. Der Papa ist Corona-positiv. Der Papa, der war ja am Sonntag in der Kirche. Wir haben ja unser rumänisches Ostern gefeiert und er war kurz in der Kirche und hat sich da scheinbar mit Corona angesteckt. Wir sind da jetzt gestern drauf gekommen, weil es ging ihm halt nicht so gut. Er hat so ein paar Symptome, Lungenschmerzen, Kopfschmerzen, ein bisschen Husten und ja, das ist halt positiv. Wir haben jetzt auch gestern schon PCR-Testen, heute kriegt er dann das Ergebnis. Er hat die Nacht jetzt im Wohnzimmer geschlafen. Ja, und ich habe mit den Kleinen im Schlafzimmer geschlafen. Jetzt ist aber so, dass wir in die Schule müssen und ich immer gedacht habe, wir testen mal, bevor es losgeht. Also, ist negativ. Und klar auch. Diesmal bringe natürlich ich die Kinder in Schule und Kindergarten. Hier liegt unser kleiner Papa. Papa. Die Hunde kuscheln mit dem Papa. Oh. Schau mal. Papa, ich muss die Maschine ein bisschen trösten und golden. Oh. Dann habe ich gar keinen Platz mehr. So, der Papa bleibt zu Hause. Philipp schläft noch. Philipp hat aber jetzt auch schon einen negativen Test und wir sagen, let's go. Tschüss. Tschüss. Gerne Test. Meine Damen, bitte ohne Tilte. So, die Kinder sind jetzt Schule und Kindergarten. Ich war jetzt auch noch beim Bäcker und habe ein paar Brote gekauft. Auch für uns zu Hause, weil ich habe den Kindern jetzt keine Hose gemacht und dann habe ich ihnen was vom Bäcker geholt. Das ist immer so praktisch, weil unser Bäcker hat auch so eine Wurstabteilung und da kann man zum Beispiel extra Wurstsemmel oder Schinkenbrot oder was auch immer sich machen lassen, was auch sehr praktisch ist, ne? Wenn man mal keine Zeit hat oder kein Brot zu Hause. Ja, jetzt werde ich nach Hause fahren und dann schauen wir mal, was der Tag so bringt. Ich habe auf jeden Fall viel zu tun und ist halt schon ein bisschen tricky, wenn da einer von uns halt ausfällt. Ja. Aber wir werden das schon schaffen, deswegen fahren wir mal nach Hause. So, bin ich zu Hause und jetzt warten die sich hier. Ja, Bella, danke, dass du meine Kamera jetzt Ja, alle gehen mal. Jetzt kommt mal die Goldie, okay? Ich bin jetzt fertig mit Gassi und der Papa ist jetzt rübergewandert ins Schlafzimmer. Jetzt werden wir hier die Couch wieder zusammenklappen. Und der Philipp ist auch schon wach, ihr seht. Und wir tun ein bisschen hier spielen. Hi. Hallo. Wie süß kann man sein, bitte? Nein. Philipp. Okay. Der Papa ist jetzt in der Küche und nimmt seine Medikamente. Magst du jetzt auch das Essen, was ich dir gekauft habe beim Bäcker? Wir haben jetzt gefrühstückt. Der Philipp hat sich umgezogen. Hast du schön umgezogen? Oh, wir. Du bist ein Knutschbaby. Ja, und Philipp steht jetzt runter. Ich schub sie so richtig von mir weg. Auf jeden Fall habe ich schon ein bisschen angefangen, hier ein bisschen aufzuräumen. Staubsauger habe ich hergestellt, im Wohnzimmer rennt schon der Roboter. Ich werde jetzt auch gleich zu kochen beginnen. Und der Papa, Philipp, nein, hat sich jetzt ins Schlafzimmer gelegt. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier noch ein bisschen weiter staubsaugen und dann zu kochen beginnen. Die Küche blitzt, meine Lieben. Ich habe mir jetzt aber auch schon hier alles fürs Kochen vorbereitet. Heute gibt es Hühnergeschnetzeltes mit Paprika und Reis. Der Philipp hat jetzt ein neues Spielzeug bekommen. Diese Dinger da zum Stapeln. Ich sag's euch, aus Karton könnte man meinen, voll nichts Cooles oder so von Haber. Aber ich schwöre, ich spiele damit so lange. Und ist voll fasziniert. Die ganze Zeit rein, raus und am Herumprobieren. Und wenn ihr meins überbleibt, voll konzentriert. Schaut mal. Sehr gut, Philipp, du machst das toll. Ja, jetzt muss er halt bei mir sitzen, weil
kann der Papa schlägt, kann sich nicht um ihn kümmern. Und ich kann ihn jetzt sicher nicht allein im Wohnzimmer lassen, weil es ist einfach schon zu gefährlich. Er klettert einfach überall schon rauf. Und ja, das ist mir einfach dann ein bisschen zu tricky, ihn so zu lassen. Deswegen ist er bei mir, spielt schön. Und ja, ich werde auf jeden Fall schnell im Turbo-Modus kochen, denn in einer halben Stunde muss ich schon los und die Mädels holen. Und ich habe nicht einmal eine Sekunde gearbeitet, keine E-Mails gemacht, gar nichts. Also. Always gotta go. Playing house, this ain't a home with my soul on the road. I can't sit still for a minute. I'm so dead set on indifference. Keep it Charlie, stay down with them Dickens. Let's get around like it's the 80s. Right round, let's keep spinning. Let's keep playing these games that we don't want to finish. So, mein Lieben, das Essen ist fertig. Also fertig noch nicht. Also ich bin fertig mit den Vorbereitungen. Jetzt muss eigentlich nur mehr so 12 Minuten das Fleisch garen. Auf jeden Fall werde ich jetzt gleich die Mädels holen fahren und Patrick, du musst in 12 Minuten da kurz drauf schauen, ja? Ich bin wieder zu Hause, die Kinder sind hier am Essen, also schon fast fertig, dürfen jetzt ein bisschen iPad schauen und ich habe den Philipp schlafen gelegt und jetzt mache ich für den Papa was zu essen. Er wollte jetzt Couscous-Salat essen, das mache ich ihm jetzt auch, habe ich jetzt schon alles vorbereitet, schnibbel ich ihm noch alles zusammen und dann nutze ich die Zeit, wo der Philipp schläft, dass ich auch ein bisschen arbeiten kann, mal schauen. Du musst aber seinen Computer machen. Papa darf eine Gurke essen. Papa darf keine Gurke essen? Ich darf keine Gurke essen. Gäh, stimmt doch gar nicht. Du das für den Papa? Dankeschön. So, meine Lieben, ich habe jetzt ein bisschen gegessen selbst und jetzt ein bisschen Zeit gefunden, um mich kurz herzusetzen und ein bisschen zu arbeiten. Ich bin mal gespannt, was ich schaffe. Ich muss ein paar E-Mails machen, weil das Problem ist, wenn ich es jetzt nicht mache, wenn der Philipp dann wach ist, schaffe ich es dann gar nicht mehr. Deswegen mache ich das ganz schnell und hoffe, dass der Philipp noch ein bisschen schläft. Ich habe mich jetzt oben vom Laptop kurz losgerissen und stehe jetzt hier, wie ihr seht, im Michelles Zimmer. Denn wir haben vorhin ihre Emma-Matratze geliefert bekommen. Und nicht nur, wir haben für die Kinder auch neue Decken bestellt, neue Kopfpolster, die Emma Diamond Pillow und auch Matratzenschoner. Aber das Ganze zeige ich euch natürlich gleich ausgepackt, wenn wir das Bett gleich machen. Aber kommen wir natürlich zum Herzstück und zwar zu der Emma Original in 140x200. Für die Leute, die uns eventuell schon länger folgen, wissen, wir sind richtige Emma-Matratzen-Fan. Wir haben überall, bei allen Kindern mittlerweile, in allen Zimmern, in allen Betten schon Emma-Matratze. Das ist einfach eine sehr, sehr hochwertige Matratze. Diese Matratze ist nämlich geeignet für alle Körpertypen, alle Schlaftypen, egal ob man jetzt Seitenschläfer, Bauchschläfer und so weiter ist. Dann ein ganz wichtiger Faktor als Mama, sie hat abnehmbare und waschbare Bezüge. Man kennt, mit kleinen Kindern passiert da immer mal wieder was und das ist aber mit der Emma-Matratze überhaupt kein Problem. Abnehmen, waschen, wieder ran, sippen. Also wirklich richtig top. Außerdem bietet Emma-Matratze einen richtig top Service an. Bedeutet, ihr habt kostenlosen Versand für die Matratze und auch kostenlose Abholung, falls das nötig ist. Denn ihr habt nämlich 100 Nächte risikoloses Probeliegen. Ihr könnt die Matratze also einmal probieren, ob sie was für euch ist und eventuell, wenn es nicht so sein sollte, auch wieder abholen lassen. Ihr habt auch 10 Jahre eine Garantie auf den Matratzenkern, was richtig, richtig top ist. Falls ihr eventuell sparen wollt, dann könnt ihr mit meinem Code einfach nur Diana zusätzlich 5% sparen. Bedeutet, aktuell gibt es super tolle Aktionen auf der Emma-Matratzen-Seite. Schaut auch gerne in der Infobox, dort habe ich euch den Link reingepackt. Und wie gesagt, mit meinem Rabatt
Rabattcode Diana spart ihr nochmal zusätzlich 5% da drauf. Der Code ist auch 6 Monate gültig. Das heißt, falls ihr euch jetzt mal eine Matratze holt, später vielleicht noch eine oder irgendwas anderes, dann könnt ihr mit meinem Code halt sparen. Nutzt den unbedingt aus. Unten in der Infobox habe ich euch alles nochmal hingeschrieben. Und ich würde mal sagen, wir tauschen jetzt Michelles Matratze aus. Ich nehme euch mit. Let's do this! Ich finde es ja richtig toll, wie die Emma-Matratzen eingepackt sind. Die werden einfach hier sicher geliefert nach Hause. Sie wird nicht schmutzig, sie ist einfach safe hier in diesem Karton. Und ihr könnt sie super, super einfach zu Hause aufbauen. Habt ihr das gesehen? Die Matratze war so, so, so dünn. Und jetzt hat sie sich schon richtig aufgeplustert. Und das ist noch nicht einmal alles. Ja, man soll die Matratze 5 Stunden ruhen lassen, bevor man hier drauf schlafen soll. Wir werden sie jetzt auf jeden Fall reinschieben. Bis die Matratze ihre vollständige Größe erreicht, werden wir sie natürlich trotzdem schon beziehen. Und wir fangen natürlich mit dem Matratzenschoner an, den ich euch vorhin schon gezeigt habe. Ich finde, ein Matratzenschoner lohnt sich definitiv. Auch wenn ihr natürlich bei der Matratze direkt die Bezüge abnehmen und waschen könnt, kann ich euch als aus Erfahrung, Mama von 5 Kindern, einen Matratzenschoner wirklich ans Herz legen, weil es einfach so viel entspannter ist. Die Matratzenschoner sind natürlich auch waschbar und wasserfest. Sie sind probiotik und hyperallergen. Das ist natürlich sehr toll. 93% weniger Allergene. Ich werde euch die ganzen Zubehörs, die wir auch haben, unten in der Infobox verlinken. Schaut bei Emma Matratze vorbei. Denn bei Emma Matratze findet ihr nicht nur Matratzen, sondern auch viel Zubehör wie Lattenroste, hier Matratzenschoner, Bölster, Decken und so weiter und so fort. Verlinke ich euch aber auch gerne unten in der Infobox, damit ihr stöbern könnt. Und wir werden jetzt gleich den Schoner dran machen. Wie ihr seht, hat sich die Michelle hier schon bequem gemacht und ich konnte euch noch nicht mal die Decke zeigen. Die Michelle hat schon alles hier verstaut. Michelle, wir müssen die Decke noch mal kurz zeigen. So schaut die Mikrofaserbettdecke aus, meine Lieben. Ich sag's euch, ich wünschte, ihr könntet das fühlen. Es fühlt sich an wie eine Wolke. Also es ist auf jeden Fall eine super, super Decke. Ich liebe sie. Wir haben sie schon oben bei den Mädels und jedes Mal, wenn ich mit ihnen kuschle, liebe ich diese Decke. Sie ist einfach perfekt für Sommer und Winter. Man kann sie bei 60 Grad in der Waschmaschine waschen. So, Michael, kann sie wieder zumachen. Bett ist fertig. Ihr wisst Bescheid, unten in der Infobox habe ich euch die Links reingepackt. Schaut da gerne vorbei. Mit meinem Code Diana bekommt ihr 5% zusätzlich zu den tollen Aktionen, die es aktuell schon gibt. Also schaut unbedingt bei Emma vorbei und wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Stöbern. Patrick und ich bringen gleich die Kartons weg, weil, ja. Naja, wenn es das jetzt so reinschmeißt, geht sich das aber nicht aus. Luisa, du kannst schon einsteigen, Schatz. Die Luisa wollte mitfahren. Komm, schnall dich an, ja? Warte, wir müssen erst den großen Karton reingeben, den ganz großen. Und heute hat der Papa auch einen Termin in der Werkstatt gemacht für Reifenwechsel für das kleine Auto, also für den Corsa. Und ich bin aus der Puste. Ja, der Patrick und ich fahren jetzt gleich das Auto hinbringen. Wir lassen es dann bei der Werkstatt, deswegen fahren wir mit 2 Autos. Eins bleibt dort und mit dem
fahren wir dann weiter. Also das ist voller Pappe, Karton. Und hier rein kommen jetzt die Autoreifen. Boah, der Patrick ist ja richtiger Muckimann. Ist ja wurscht. Kommen wir jetzt in die Wäsche dann. Ja. Und ja, bevor die Frage, die kommt immer wieder. Darf man mit 17 schon Auto fahren? Ja. Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, der Papa hat eigentlich gemeint, dass wir die Bank, glaube ich, niederlegen, oder? Der Papa fällt aus und für uns einfach so Banane. Geh, frag ihn mal. Auto ist jetzt in der Werkstatt, also haben wir auch dort gelassen. Deswegen sitzt der Patrick jetzt hier im Auto. Das andere haben wir dort gelassen. Habe ich gar nicht mehr gefilmt, glaube ich. Ja. Die Lisa haben wir übrigens auch dabei, aber sie ist eingeschlafen. Das ist nämlich nicht so gut, aber ja, egal. Und für heute habe ich mal wieder gekocht. Ich habe Pizza bestellt. Die hole ich jetzt gleich ab, weil keine Zeit zum Kochen. Ich bin busy bee. Und deswegen gibt es heute mal Pizza. Hatten wir schon lange nicht mehr, deswegen gehe ich mal und hol die. Große Familie, viele Pizzen. Ein Stück. Cold Pizza, Tuesday. I got food up in the fridge. Y'all keep looking for that new way. I think I like it how it is. Cold pizza on a Tuesday. I got food up in the fridge. Wir sind zu Hause mit den Pizzen. Wir haben zwei von diesen Pizzen mit Schinken und Käse und Oliven. Das ist die Michelle immer und der Papa. Und dann haben wir auch eine Salami. Und dem Papa geht es schon ein bisschen besser. Hast du die Oliven gesagt? Oliven? Nein. Ist auch Wasser? Wie geht's dir, Papa? Besser? Meine Ohren tun weh, mein Kopf tut mir immer weh. Okay. Meine Lunge auch ein bisschen. Ich gönne mir jetzt noch ein Malzgetränk, so nach dem Pizza. Die Kinder spielen ja noch so schön miteinander. Ich muss euch Philipp und Lara zeigen. Warte kurz. Schaut euch mal an, wie schön. Was macht ihr denn da? Was machst du denn da? Auch mit Klavier? Ja. Musik to go, ist das Radio oder wie? Ja. Und schau mal, wie die Füße da. Tschüss, Wille, bye bye. Was macht sie denn jetzt im Dunkeln? Singen. Singen? Sehr schön, Kinder. Wisst ihr, was ich noch machen muss? Das Bett beziehen. Ich wollte das Bett beziehen, weil die Hunde haben ja heute den ganzen Tag hier mit dem Papa gekuschelt. Und ich habe es halt nicht so gern, wenn die Hunde im Bett sind. Also das ist ja bei uns eigentlich nicht erlaubt, dass die Hunde hier im Bett sind. Das war jetzt nur eine Ausnahme. Deswegen muss ich jetzt das Bett frisch beziehen. Gott, ich habe es geschafft, ich kann es nicht glauben. Nachdem ich heute gefühlt jedes Bett bezogen habe, also so fühlt sich zumindest an. Ah ja, aber es hat sich gelohnt. Saubere Bettwäsche. Ist doch schön, oder? Wenn man da drin schlafen kann. So, das habe ich jetzt gemacht. Ich muss noch die Kleinen jetzt ins Bett bringen. Und ja, mich auch irgendwann mal ins Bett bringen. So, meine Lieben, jetzt ist soweit. Gute Nacht, sagen wir. Ich bin jetzt mit den Mädels im Zimmer. Jetzt haben wir unsere Abendroutine. Und Einschlafbegleitung mit der kleinen, Maus hier. Und ja, wir danken fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächsten Mal wieder. Tschüss!